Wenn euch die Figur gefällt, die ich euch in diesem Video vorstelle, dann schaut doch mal rein bei Amazing Collectibles, dem deutschsprachigen Partner von Star Ace. Er hat alles für euch da. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Dark Schnegge Reviews und einer weiteren brandneuen Star Ace Figuren Review. Heute wieder aus dem Film Underworld Evolution. Heute zeige ich euch die zweite Figur aus der Reihe, und zwar den guten Victor, den bösen Vampiranführer und ehemaligen Mentor von Celine. Ja, ihr seht schon, die Verpackung von Victor ist etwas kleiner als die von Celine. Die war ja ein bisschen sehr breit. Das hier ist eigentlich so eine schöne Standardgröße einer 1:6 Figur, die ich eigentlich auch sehr toll finde. Vorne drauf sehen wir schon ein schönes Bild von Victor. Das Ganze ist aber so ein bisschen, ja, verkrisselt. Ich kann euch das nicht genau sagen, wie man das darstellen oder wie man das nennen soll. Aber ich finde, das ist ein schönes Artwork, auch gerade von dem Schauspieler. Der heißt, glaube ich, wie heißt er denn? Bill Nighy? Oder Nighy? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall gefällt mir das Boxart hier auch sehr gut. Gerade das Underworld-Zeichen kommt hier vorne wieder sehr gut zur Geltung. Und ja, ansonsten haben wir oben noch das Star Ace-Zeichen. Und auch hier, wie bei der Celine, vielleicht könnt ihr es erkennen, sind hier wieder diese ganzen Tribals eingelassen. Hier schön in Klarlack. Was mir sehr gefällt, das hat nochmal so einen gewissen kleinen Touch, der schön an der Verpackung anzusehen ist. Wie bei der Celine habt ihr auch obendrauf nur normal den Schriftzug Underworld Evolution Victor. Und auf der Rückseite haben wir dann halt nur die Credits mit den kleinen Warnhinweisen. Also da ist nichts großartig anders. Ansonsten ist die Verpackung recht schlicht gehalten. Und auch hier sind keine großartigen anderen Verzierungen mehr. Ja, doch so ein bisschen, ne? Ihr seht das hier. Aber ich fand die Verpackung von der Celine dann im Tucken besser. Auch hier habt ihr wieder ein kleines Window, das wieder mit einem Klettverschluss zu öffnen ist. Ja, und da seht ihr hier ein richtig böses Bild von Victor. Ich finde, das sieht richtig übel aus. Diese toten Augen, die euch anstarren, als würde er euch gleich entgegenspringen wollen und euch aussaugen. Wirklich ganz fies. Ja, für Kenner des Films, ihr wisst ja nun auch, wie der gute Victor eigentlich zu Anfang aussieht, denn er ruht in dem Film und wird erst später wiederbelebt, ja, um sozusagen die Herrschaft wieder zu übernehmen. Finde ich richtig cool. Hier ist das Display. Da ist natürlich die Figur schon nicht mehr drin. Die habe ich ausgepackt. Und ich muss euch sagen, er gefällt mir doch recht gut. Aber ja, macht euch selbst ein Bild davon. Schauen wir uns die Figur mal selber an. Aus seiner Schlafkammer befreit. Da ist er, der gute Victor. Das ist einer dieser Figuren, die ich schon als Prototyp doch recht interessant fand, weil er sah echt gut aus. Und er sieht auch so in der Retail-Version gar nicht schlecht aus. Es gibt hier natürlich auch wieder so ein paar kleine Unterschiede im Gegensatz zum Prototypen. Ich denke mal, auch das Gesicht ist hier wieder nicht 100%ig, aber ich finde, es ist auf einem guten Wege. Und ich muss euch gestehen, dass mir der Victor noch um einiges besser gefällt als die Celine, denn der hier hat eine schöne Ausstrahlung und auch das Gesicht, das passt mir schon ganz gut. Auch wenn auch hier in diesem Fall der Prototyp ein bisschen besser aussah, muss ich sagen, gefällt mir die Retail-Version hier doch gar nicht so schlecht. Es ist natürlich nicht 100% und es wird auch einige Leute wahrscheinlich geben, die das nicht so toll finden. Aber wenn diejenigen, die damit jetzt keine Probleme haben, sich die Figur zulegen, werdet ihr da, denke ich mal, eure wahre Freude mit haben, denn Victor sieht schon sehr nice aus. Was ich besonders cool finde, ist, dass er hier wirklich diese blauen Vampiraugen hat, die halt auch aus der Filmserie zu sehen sind. Das gefällt mir richtig gut und auch Paintjob-technisch muss ich sagen, finde ich das hier sehr nice, dass die Augen so ein bisschen blutunterlaufen sind und alles. Das hat schon was, sieht schon wirklich sehr nice aus. Und auch Sculpting-technisch ist das hier schon gar nicht so schlecht, denn ihr seht überall schöne Faltengebung, die Falten unter den Augen, dann hier halt so ein bisschen das eingefallene Gesicht und alles. Also da ist es auf jeden Fall gut anzusehen, es sieht schön aus, auch so die Haare, na, die haben sie gut gesculptet, das sieht auch schön aus. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, wie gesagt, es ist nicht 100%. Ja, müsst ihr selbst für euch entscheiden, ob er nun gut aussieht oder nicht. Ich finde ihn wirklich gut. Ja, er ist gar nicht schlecht und hat was. Aber auch so der restliche Körper, was ich beim Prototypen so faszinierend fand, ist, wie Star Ace da den Körper ja designt hat oder gesculptet hat. Denn Victor ist natürlich bekanntermaßen in dem Underworld-Film oberkörperfrei und hat halt nur seinen Mantel. Und das sieht man hier auch und das wurde gut umgesetzt, muss ich sagen. Denn sein faltiger, alter Oberkörper sieht schon wirklich cool aus. Also ich finde, das sieht sehr nice aus. Gerade auch so sein Hals mit diesen ganzen Sehnen hier, was hier alles zu sehen ist, das haben die schon schön umgesetzt. Das sieht echt ein bisschen heftig aus, oder? Auch hier, wenn wir mal in die Details reingehen,
schaut euch das mal an. Also ich muss sagen, das gefällt mir. Wenn Star Ace so den Dreh weitermacht und sich da auch noch ein bisschen verbessert, dann kommen da noch tolle Figuren auf uns zu. Das sieht schon sehr schön aus. Das Ganze ist übrigens ist ein Gummiüberzug, das hat eine kleine Gummihaut. Das heißt, Victor ist hier sehr weich. Ne? Also ihr könnt das hier so ein bisschen eindrücken. Nicht wie bei Celine wurde ein Standardkörper verwendet. Victor hat einen kleinen Gummiüberzug. Das Ganze geht allerdings nur bis knapp zur Schulter. Da seht ihr nämlich schon die normalen Gelenke. Aber da ihr Victor sowieso nicht auszieht, also ihn mit komplett ohne seinen Mantel hinstellt, ist das alles nicht so schlimm. Auch hier geht das Ganze nur bis runter zum Gürtel. Ihr seht das hier. Da ist dann Feierabend, ne? Da seht ihr das, da ist Ende. Aber ich finde, es sieht gut aus. Es sieht wirklich sehr gut aus. Das ist ein faszinierend ekliges Skype-Ding. Auch so die einzelnen Rottöne der Haut finde ich schon echt gut gelungen. Hat was. Was auf den ersten Blick ein bisschen strange aussieht, ist mir so aufgefallen. Wenn ihr den Kopf zu weit nach hinten oder nach oben macht, hat er einen wirklich ganz schön langen Hals, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht. Also mit dem Mantel hier sieht das gut aus. Aber wenn ihr jetzt den Kopf wieder ein bisschen in Pose packt, dann ist es okay. Aber der Hals, ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht sogar ein Tucken zu lang ist. Ich weiß es nicht. Fällt aber so gar nicht auf, weil so mit dem Mantel, so werdet ihr ihn wahrscheinlich dann eh alle hinstellen. Würde ich wahrscheinlich dann auch machen. Wenn wir schon vom Mantel sprechen, schauen wir uns den mal an, denn der ist in gewohnt cooler Qualität mit den tollen Details. Der Mantel selbst ist natürlich auch aus Kunstleder und es hat auch die gleiche Stärke wie von Celine ihrem Mantel. Das heißt, es fühlt sich gut an und sieht auch nicht zu dick aus. Also da muss ich sagen, ist das sehr schön. Farbgebung ist er in einem eher dunkelgrün gehalten, hat aber auch hier und da so ein paar kleine Farbakzente abbekommen, dass es so ein bisschen heller aussieht, so ein bisschen abgenutzter aussieht. Ihr könnt das gerade vielleicht hier hinten erkennen, dass das so ein bisschen gemacht wurde, als wäre hier so ein bisschen schon Abrieb dran oder sowas. Na, das ist ganz okay. Auch hier am Kragen seht ihr das, dass das Ganze schon so ein bisschen heller hier gemacht ist. Also auch da muss ich sagen, völlig okay. Auch die Nähte sind hier alle relativ gut. Also ich kann da nicht meckern, dass die Nähte irgendwie falsch sind oder dass hier Fäden draußen hängen. Auch das ist nicht schlecht. Aber schöne Highlights sind natürlich wieder die ganzen Verzierungen, Tribals, Ornamente, wie ihr es nennen möchtet. Das sieht toll aus. Das ist auch dieses Mal hier raufgedruckt. Bei Celine habe ich ja gesagt, das sieht eher aus, als wäre es so wie eingestanzt gewesen. Das hier ist wirklich eher so ein Druck hier drauf auf dem Kunstleder. Und das fühlt sich gut an und sieht auch wirklich gut aus. Ich finde die Details, die sehen wirklich sehr schick aus. Schade, dass sich die meisten Details leider auf der Rückseite des Mantels befinden, aber so ist es halt auch im Film gewesen. Ne? Das Ganze ist dann auch hier am Kragen zu sehen, bis hier vorne hin. Das sieht wirklich sehr schön aus, genauso wie hier an den Armen vorne. Auch da sind die ganzen Details zu erkennen. Ich mag das. Ich finde, das ist ein cooler Style, der mir doch sehr gefallen hat an der ganzen Underworld-Line. Und auch hier vorne, schaut mal hier vorne, komplett runtergezogen, halt bis nach ganz unten beim Mantel sind die Details. Seht ihr das? Ich finde, die sind schön. Die haben sie echt toll gemacht. Auch dieser Goldton, der sieht echt sehr schick aus. Ist in Hand natürlich noch immer mal was ganz anderes, aber detailtechnisch mit diesen ganzen Tribals sieht Victor wirklich sehr, sehr stark aus. Ja, ansonsten ist er dann aber dann ein bisschen, ärmlicher an Details. Wie gesagt, Oberkörper ist frei. Darunter trägt er dann erstmal nur diesen Gürtel. Der ist auch nur aus Plastik gemacht. Hat aber auch ein paar schöne Details. Ne? Ist leider ein etwas anderer Goldton. Aber ist okay. Ich denke mal, das ist hier, den kann man nicht abmachen. Ich glaube nicht. Ich habe noch gar nicht hinten geguckt. Schauen wir mal. Nee, sieht nicht so aus. Ne, auf jeden Fall nicht. Gott, hier sind Credits auf der Figur, aber richtig fett. Habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, okay, passt. Man sieht es ja eh nicht. Völlig okay. Ansonsten trägt er dann eher nur so eine Art, was ist das, eine Art Robe. Ich kann es euch leider nicht genau sagen. Ihr seht das hier. Das ist sehr feines Material. Auch hier natürlich gutes Stitching, könnte man sagen. Ja, ist okay. So eine Art Rock, könnte man schon fast sagen. Ne? Also, ja, ist okay. Darunter, ich musste da vorhin ein bisschen grinsen, trägt er eine weiße Strumpfhose. Damit man wahrscheinlich nicht so die Gelenke sieht, ist auch völlig okay. Die weiße Strumpfhose, auch das seht ihr nicht, ist auch, macht gar nichts, finde ich. Und dann halt noch die Stiefel hier. Ne? Diese Stiefel, die sind auch sehr detailarm, aber auch so, muss ich sagen, war es im Film. Na, so ein bisschen Faltengebung ist drauf und auch so ein paar kleinere Weathering-Effekte sind da zu sehen. Also im Großen und Ganzen kann ich da schon mit leben. Ist auch wieder alles aus einem normalen Solid Piece. Bisschen weicheres Gummi, ihr seht das, ne? Damit hier so ein bisschen die Beweglichkeit gegeben ist. Mehr ist da auch schon gar nicht dran. Ja, das ist eigentlich der gute Victor. Zubehörtechnisch ist da ein bisschen was bei. Ihr habt ja eben schon was gesehen. Ihr müsst doch was an der Figur anbringen, und zwar am Gürtelbereich. Diese Kette hier.
die ihr laut Anleitung an den Gürtel sozusagen einhaken müsst. Hier sind dafür zwei kleine Ösen. Ne? Ich habe das jetzt noch ehrlich gesagt nicht einmal ausprobiert, aber das soll hier wohl irgendwie so reingehakt werden, was dann am Ende ungefähr so aussieht. Es ist wirklich ein bisschen friemelig. Ich habe es jetzt hier beim Gürtel reingepackt. Die Kette ist aus Metall, auch hier diese Ösen sind aus Metall. Wie gesagt, einmal hier vorne reingepackt und dann habe ich das Ganze hier hinten nochmal reingepackt. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr diese Kette da dran habt, dann lasst die da bloß dran. Ich bin ja kein Fan von solchen Friemelarbeiten. Aber so sieht das Ganze doch dann recht schön aus, oder? Das passt schon. Dann hat er noch eine weitere Kette dabei, die ihr ihn um den Hals legen müsst. Und zwar diese hier. Ne? Vorne dran dieses Zeichen hier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welches das war. Ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen, obwohl er zu meinen Lieblingsfilmen zählt, also die Reihe. Aber auch das ist völlig okay. Das Teil hier ist aber, glaube ich, soweit ich das jetzt spüre, aus Kunststoff, während die Kette natürlich aus Metall ist. Aber sieht schon ganz gut aus. Und das legen wir jetzt Victor mal fix um den Hals. Mehr müsst ihr ihn dann aber auch nicht ranbauen. Ich finde, das ist okay. Das sieht gut aus. Es rundet das Aussehen von Victor noch mal ein bisschen ab. Die ganzen Ketten dran. Das sieht schön aus. Mir gefällt das. Und ja, ansonsten hat der gute Victor nur noch sein Zubehör dabei. Und zwar seine Waffen. Seine Waffen sind natürlich auch sehr wichtig. Und eins davon, das dürfte euch aus einer anderen Review schon bekannt vorkommen. Nämlich sein schön langes Langschwert. Das ist das gleiche, was bei der Celine-Figur dabei ist. Also, ne, genau das gleiche Ding. Ihr wisst, was da drauf ist. Ihr seht hier vorne drauf natürlich oben am Knauf das V für Victor. Das sieht sehr schön aus, mit tollen Details versehen. Und dann auch hier nochmal die ganzen Verzierungen und alles. Hatte ich ja bei der Celine-Review auch schon gesagt. Das sieht sehr schön aus und sagt mir sehr zu. Und dann halt auch diese schöne, lange Klinge in diesem tollen Silberton, die natürlich sehr wabbelig und flexibel ist. Ne? Also passt da ein bisschen auf, es ist kein Diecast, aber ich finde, rein von der Optik her sieht das Ganze schon gut aus. Und auch hier natürlich, ne, falls ihr die andere Review nicht gesehen haben solltet, könnt ihr das Schwert separieren. Das heißt, wenn ihr das Victor in die Hand packen wollt, könnt ihr hier den Griff halt oben abziehen, damit das einfach ein bisschen leichter für euch ist, das Schwert in seine Hand reinzupacken. Passend dafür hat natürlich auch Victor wieder ein paar austauschbare Hände dabei. Ne? Gerade hier die Hand, die das Schwert hält, die müsst ihr austauschen, weil er sonst normal nur diese Relaxed Hands drauf hat, ne? Die ganz normal sind. Und ansonsten habt ihr halt nur noch die Möglichkeit, nochmal eine Schwert- oder Dolchhaltehand für die andere Seite mit ranzupacken. Ja, und wo ich schon von Dolchen spreche, ja, die hat er auch noch dabei. Da sind die beiden Stücke. Und auch die, muss ich sagen, gefallen mir sehr gut. Der eine Dolch, seht ihr das schon, an der Schwertschneide, der ist durchlässig hier. Ne? Das heißt, wenn er damit kämpft, kann er damit auch irgendwie Schwerte abwehren, indem er einfach mal auf Abwehrpose geht, das Schwert abfängt und dann halt die Klinge abbricht. Schönes kleines Detail, was mir ehrlich gesagt im Film gar nicht mehr so aufgefallen ist. Finde ich gut. Ja, auch die beiden sind nur aus Kunststoff, also aus keinem Diecast gemacht. Haben aber trotz alledem einen schönen Paint-Job. Wir schauen uns das mal jetzt bei dem kleinen Teil hier an. Ihr seht das vorne dran. Hier sozusagen vorne das Griffteil oder der Schutz ist in, ja, ich weiß nicht, was für eine Farbe das ist. So ein bisschen grünlich sieht das aus. Als wäre schon kupfermäßig irgendwie, als wäre Kupfer angegangen. So sieht das aus. Gefällt mir recht gut. Und dann halt auch der Griff. Sieht auch schon sehr alt halt aus. Ne? Da waren vielleicht mal vorher ein paar Schlingen dran, weil hier noch ein paar Löcher drin sind. Aber auch das sieht gut aus. Gefällt mir sehr gut. Im Gegensatz zum Langschwert könnt ihr jetzt allerdings diese Griffe, so wie ich das sehe, nicht irgendwie abmachen, um das in seine Hände ranzustecken. Aber ich denke mal, dass die auch stabil genug sind und da wird nichts großartig mit den Händen passieren oder mit den Klingen, dass da was abbricht. Und ihr seht schon, und zusammen mit den beiden Dolchen in den Händen sieht das auch cool aus. Hat auch was. Obwohl ich ja ehrlich gesagt den Victor lieber mit seinem Langschwert sehe. Aber auch das hier hat auf jeden Fall was. Gibt eine schöne Displaymöglichkeit. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das so machen, dass ihr vielleicht einmal in die eine Hand einen dieser Dolche packt und in die andere Hand dann halt dieses geniale Langschwert. So im Großen und Ganzen finde ich, ist Victor echt nicht schlecht, hat tolle Details dabei und zubehörtechnisch war es das dann allerdings auch schon wieder. Mehr ist nicht dabei. Wir haben, wie gesagt, die zwei Dolche, wir haben das Langschwert, die Kette, die hier um seinem Hals ist. Und halt die Kette, die noch an den Gürtel rankommt und die austauschbaren Hände. Mehr ist nicht dabei. Ansonsten hat er noch seinen schlichten schwarzen Stand dabei, ähnlich wie bei Celine, eigentlich genauso wie bei Celine. Vorne ganz simpel mit dem Victor-Schriftzug und einer schönen Gabel hier, damit ihr den guten Victor halt ja um die Hüfte halten könnt. Und ich finde, das reicht völlig aus, denn dieser Stand verschwindet, denke ich mal, eh unter dem Mantel und reicht dafür.
Tja, mehr gibt es dann auch nicht weiter zu zeigen, außer natürlich abschließend noch fix die Beweglichkeit. Die ist sogar ein bisschen besser als die von Celine, muss ich sagen, zumindest in einigen Bereichen. Fangen wir mal mit dem Kopf an. Der Kopf ist natürlich standardmäßig auf einem Balljoint. Aber hier haben wir die Möglichkeit, dass wir diesen Hals noch mitbewegen können. Das heißt, wir haben hier so eine Art Double Ball Joint, der allerdings ein bisschen eingeschränkt ist. Das heißt, wir können Victor seinen Kopf so weit nach hinten packen und dann so weit nach vorne drücken, wie ihr möchtet. So funktioniert schon ganz gut. Kann ich nicht meckern, ist gut. Die Schultern, dadurch, dass die auch sehr frei liegen, kriegen wir so weit nach oben. Ne? Mehr ist bei der Beweglichkeit nicht drin von dem Body, der da drunter ist. Die Arme kriegen wir so weit nach vorne, eigentlich auch schon so weit. Schaut mal, nach oben sehr gut, nach hinten auch. Trotz alledem passt ein bisschen mit diesem dünnen Ledermaterial vom Mantel auf, sonst ärgert ihr euch. Doppelte Ellbogengelenke sind hier auch am Start. Das heißt, wir können Victors Arme sehr weit einknicken. Das sieht gerade ein bisschen strange aus, das ist auch gut. Wir haben den lieben Bicep Swivel hier oben, der funktioniert auch, ne? Alles gut. Und die Hände dann halt auf den, ja, auf den Hinge Joints, auf den Klaviergelenken hier. Ne? Bei den Händen, da muss ich euch jetzt echt mal was sagen. Und zwar, das ist mir beim Austauschen der, guck mich nicht so böse an. Böser Blick, ganz böser Blick. Bei dem Austauschen der Hände, das habe ich auch schon bei der Celine gemerkt, die Dinger sind so dünn, diese Packs, wo ihr die Hände draufpackt, passt unbedingt auf. Ihr habt keine Ersatzgelenke dabei. Wenn das einmal abknackst, war es das. Da müsst ihr euch was überlegen. Das finde ich ein bisschen schade. Ersatzgelenke hätten da auf jeden Fall bei sein müssen. Und die sind auch sehr locker. Ihr seht das gerade, ne? Ich weiß nicht, bin ich so der Mega-Fan davon. Da finde ich, ist so ein kleiner Point, wo Star Ace auf jeden Fall nochmal nachbessern muss. Ich habe da echt immer Angst. Ihr müsst auch ganz schön Gewalt anwenden, dass die reingehen, dass euch diese Gelenke flöten gehen. Also seid vorsichtig. Ja, zurück zur Beweglichkeit. Der Oberkörper hat, soweit ich das fühle, einen Ab Crunch. Das heißt, ihr könnt Victor so ein bisschen nach unten drücken, ne, so weit. Und auch ein bisschen nach hinten drücken. Aber dann sieht man natürlich schon hier, wo der Körperende ist. Ne? Ist völlig okay. Dann haben wir hier natürlich auch noch eine Hüftbeweglichkeit, die ist drin. Und dann können wir natürlich auch die Beine splitten. Je nachdem, wie weit ihr das Material nach oben packt. Ich würde sagen, so weit ist völlig okay. Das reicht auch. Beine nach vorne. Sehr weit nach vorne. Was ich interessant finde ist, Victor hat hier Ratchet Joints beidseitig. Das hat Celine zum Beispiel nicht. Ne? Sehr interessant. Ratchet Joints sind drin. Ihr könnt den Oberschenkel bewegen. Sehr, sehr steif, der Oberschenkel. Und wir haben dann halt noch die doppelten Kniegelenke, damit Victor auch ein paar Sprungangriffsposen machen kann. Ist sehr nice. Gleiches Problem wie bei Celine mit den Stiefeln. Die Stiefel sind zwar relativ dünn, aus Gummi halt, sind flexibel. Ihr könnt sie 360 Grad drehen, aber die Bewegungspunkte hier drin sind teilweise noch schlechter als bei Celine. Also ihr könnt da keinen Ankle Pivot erwarten, obwohl es sich so anfühlt. Oder nach oben oder nach hinten drücken. Die Stiefel bleiben starr. Daher ist es ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt Victor in Angriffsposen packen. Die Stiefel bleiben halt immer in dieser starren Position. Ihr könnt das also nicht großartig verändern. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Der guckt mich aber auch böse an. Das ist unglaublich. Deswegen finde ich ihn gut. Deswegen, weil der Blick einem einfach unglaublich fies anguckt. Ja, das war eigentlich schon die Beweglichkeit. Ich würde sagen, die ist trotz alledem ausreichend. Die ist gut. Ne, da kann man nicht meckern, die hat was und ja, bietet auf jeden Fall genug Luft für ein paar coole dynamische Posen. Tja, liebe Freunde, das war schon die Review zum guten Victor von Underworld. Ich finde, Star Ace hat da trotz alledem einen guten Job gemacht. Es ist natürlich hier und da verbesserungswürdig und man sollte da nicht zu sehr nitpicken. Ich finde, er ist gut geworden, er passt gut ins Display und es ist auch immer so eine Sache, wie die Beleuchtung ist. Je nachdem, wenn er so ein bisschen düsterer in der Ecke steht, wirkt er schon wieder ganz anders. Cooler kleiner Effekt wäre vielleicht noch gewesen, wenn man irgendwie diese blauen Augen hätte leicht beleuchtend machen können. Das wäre richtig nice gewesen. So an sich finde ich ihn gut. Wie gesagt, ich finde ihn ein Tucken besser als Celine. Und beide zusammen im Display dürften doch den einen oder anderen Underworld-Fan unter euch glücklich machen. Das war's für die Review, Leute. Wer die Celine-Review noch nicht gesehen hat, schaut jetzt mal auf die rechte Seite, denn da habe ich sie euch verlinkt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den guten Victor findet. Ich freue mich drauf, mit euch zu diskutieren. Und ansonsten würde ich sagen, war's das. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen.